Enten oder was er dort mal darstellen soll. Komische Enten. Ganz schön viele Gegner hier im Level. So. Lass mich in Ruhe. So, hier hätten wir vorhin. Hier hätten wir vorhin auch schon hingekonnt. Ach du schon wieder. Lass mich in Ruhe. Ja, das kann man auch. Oh, ich muss eingenickt sein. Harry, je, ich habe wohl den Brunnen ausgehen lassen. Hier, nimm diese Kugel und erzähl Hydra nichts von meinem kleinen Nickerchen. Okay. Nickerchen. Jo, das war ja schon das Ende des Levels. Der Teich mal hier machen soll, weiß ich auch nicht so genau. Einfach nur schön sein wahrscheinlich. Gut. Machen wir hier schon mal weiter. Und zwar hauen wir jetzt hier erstmal das Ei hier oben rein. Was kriegen wir von dir? Eine Frucht. Ich würde jetzt... Nee, das kommt, glaube ich, hier hinten hin. Hier in den Topf. Schätze ich mal. Oder es kommt halt in den Blumentopf rein. Das kann natürlich auch sein. Mal gucken. Nee. Sieht so aus, als ob der Topf das nicht haben möchte. Oh. Gut, dann gehen wir hier vorne zum Blumentopf hin. Ja. Ein Quietscheentchen. Und wo könnte dieses Quietscheentchen perfekt hinpassen? Zu den anderen Quietscheentchen. Die waren ja irgendwo hier hinten. Nee, no. Ja gut. Tsch. Ey. Tsch. Einfach mal rausgewürgt. Yo, das Ding. Kommt jetzt in den Topf, denke ich mal, rein. In diesen Kochtopf. Dich machen wir später, weil dich... Ich möchte, dass sie erst beenden. Dann kommt der Kerl dran mit seinen Zündkerzen. So. Ja. Eine Münze, die so ähnlich aussieht, die eigentlich genauso aussieht wie diese Dinger, die im Brunnen... Hallo? Ich sollte das mitnehmen. Diese Dinger, die im Brunnen drinne liegen. Hier bin ich noch nie drauf geflogen. Da ist der Stift. Und den können wir jetzt unserem Professorchen wiederbringen. Mein Bleistift! Jetzt kann ich wieder das Alter des Universums berechnen. Hier, nimm diese Kugel. Elora glaubt, dass ich sie verlieren werde. Mein Bleistift! Jo, jetzt fehlt nur noch eine Kugel.
wie er sich freut. Eine Kugel noch. Und zwar ist das die... Ich mache erstmal dieses Ding kaputt. Mit den Zündkerzen das. Ich möchte noch nicht mit dir reden. Ich möchte dich gerne die Edelseine. Ich möchte erst diese Edelseine hier einstellen, einsammeln. Was ist denn los mit mir? Nee, nee. Okay, anscheinend waren wir hier unten in diesem Ding noch nicht. Ja, hier liegen noch Edelsteine rum. Sehr gut. Ohne Gegners. Oh, das sieht gut aus. Yay. So, jetzt möchte ich aber gerne wieder zu diesem Typ wieder oben hin. Da können wir nämlich unsere letzte Aufgabe erledigen. Na! Doch! Ha, Spyro! Ein freundliches Gesicht. Ein Haufen übler Diebe hat die Zündkerzen geklaut. Und ich sitze hier fest. Bitte hol die 4 Zündkerzen zurück. Diebe fangen, um Zündkerzen zurückzubekommen. Mir fällt gerade auf, das ist der gleiche Charakter wie der Bürgermeister, also von der Form her. Gut, ich weiß, dass einer... Oh, hallo! Sehr gut. Erste Zündkerze hatten wir schon mal. So, dann weiß ich, dass hier vorne noch einer durchläuft durch diesen Gang, der da vorne steht, dann nämlich schon. Ups. Soll ich denn jetzt verstehen? Oder ist da so ein Dings gewesen? Ja, zum Teil. Und dann geht er dann, okay. Dann ist das ja einfach. Ich dachte, da vorne wäre keins gewesen. Ich mag die Viecher. Sehr gut. So, dann weiß ich, dass noch oben über die Baumkronen einer rumhoppelt. Das, da, genau, der läuft im Kreis, den nehmen wir als letztes. Nehmen wir den hier oben, weil der ist am schwierigsten, glaube ich. Wo der jetzt auch immer hin ist. Oder steht er dann im Häuschen? Ich glaube, der steht dann im Häuschen drin. Wow! Okay. Nein!
echt langsam. Ach so, genau, die Zündkerze. Pring. So, und jetzt kommt die letzte schon. Und dann hätten wir das Level auch schon geschafft. Super. Juhu, ich bin wieder im Geschäft. Hier, junger Drachenfreund, nimm das. Es hat Museumswert, aber du verdienst es. Dankeschön. Mhm. 64 von 64 Kugeln. Wir haben alle Kugeln, die wir im Spiel kriegen können. Jetzt immer schöner trinken vom Schluss. Sehr schön. Gut. Dann würde ich sagen, besiegen wir jetzt Ripto. Und dann gehen wir ans Drachenufer. Genau, so heißt er. Finde ich so geil. So. Ich freue mich schon, gegen Ripto zu kämpfen. Und dann ans Drachenufer zu gehen, weil manche Aufgaben sind da echt cool. So. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass die Elora, oder wie die dumme Ziege heißt, jetzt zu sagen, ja, du kannst jetzt gegen Ripto kämpfen. Du hast alles, was du brauchst. Hallo. Okay, Spyro, du hast die Kugeln. Bald ist Ripto geschlagen, richtig? Richtig? Viel Glück jedenfalls. Er ist gleich hinter dieser Tür. Oh, läuft. Beinahe. So, und ich war noch am Überlegen. Und zwar, wenn wir alle Edelsteine haben, dann können wir so ein Superfeuer holen. Kommt zurück, ihr nutzlosen Tiere! Hey, Kleiner! Vielleicht kann ich helfen. Was? Du wieder? Ja? Warum probierst du diesen Superkristall nicht an mir aus? Ich stehe still, versprochen. Mir gefällt die Idee. Drache, du hast gerade dein Schicksal besiegelt! Ja. Und am Ende bekommt man halt, so ein Superfeuer. Und dann bin ich jetzt überlegen, ob ich das Superfeuer schon sammel oder ob ich das nicht sammel. Spyro, wir wollen dir beim Kampf gegen Ripto helfen. Elora speichert in deinen Kugeln Superenergie. Jäger wird dir die aufgeladenen Kugeln zuwerfen. Und in eben diesem Moment experimentiert der Professor mit neuen Formen von Superenergie. Bald wirst du noch nie dagewesene Fähigkeiten haben. Doch, sei vorsichtig. Da Ripto jetzt den Superkristall hat, ist er mächtiger denn je. Ich mag die Lache von Ripto im Hintergrund. So, los geht's. Und zwar haben hier die ganzen... Edelsteine so verschiedene Farben. Und es zählt immer die, die man als letztes eingesammelt hat. Blau ist zum Beispiel jetzt hier Super Sprint. Was mir jetzt auch schwer viel gebracht hat. So eine blaue. Die ist mir. Nee, die ist rot, okay. Dann hätten wir hier noch eine rote. Und. Okay, er hat jetzt. Okay, grün.